Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Herzkraft-Podcast. Klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in dir. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie Rübke und ich lade dich ein, in dieser Folge mir gemeinsam einzutauchen in die Thematik von Ruhe und Gelassenheit, ganz viel Liebe und was Herzkraft noch für uns tun kann. Ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen, eine Ankündigung für einen Film, in der die Frau am Ende sagte zu dem Mann: Mein Herz hat immer nur dir gehört. Und in diesem Zusammenhang ist mir nochmal wieder sehr deutlich bewusst geworden, dass wir meistens als erstes das Thema Herz oder Liebe auch in Verbindung bringen mit dem Thema Partnerschaft, Liebe zu einem anderen Menschen und weniger auf die Idee kommen, dass diese Liebe in uns ist, dass diese Liebe in unserem Herzen für uns da ist, für unser Leben oder dafür, dass wir unser Leben Liebe gestalten, sondern auch, wie sehr wir alle gepolt sind, wie sehr wir das gelernt haben und auch verinnerlicht haben, dass die Liebe in einer Partnerschaft, diese erfüllte Herzverbindung mit einem Partner eigentlich das ist, was uns alle glücklich macht. Und wenn wir das erleben, dann ist alles gut. Das ist die Botschaft vieler Filme oder Geschichten. Und ich habe die auch oft gerne gesehen und natürlich auch diese Prägung erhalten. Weil wir uns alle so sehr danach sehnen, dass wir diesen Frieden im Herzen spüren, dass wir diese Ruhe und Gelassenheit auch spüren und das automatisch mit dem Thema Partnerschaft verbinden. Aber ich denke, wir wissen auch alle aus Erfahrung, dass eben nicht alles Paletti ist, alles gut ist, wenn wir in einer guten, glücklichen Partnerschaft leben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in unserem Leben, weil wir eben auch alle das natürliche Bedürfnis nach Verbundenheit und Nähe haben. Und dennoch kann es ja nicht uns die komplette Erfüllung bringen oder uns in allen Lebensbereichen glücklich machen, zufrieden machen, ruhig machen, uns friedlich fühlen lassen für den Rest unseres Lebens. Das wissen wir aus Erfahrung. Denn einerseits gibt es noch so viele andere Lebensbereiche, die auch so sehr wichtig für uns sind. Und andererseits wissen wir auch, dass in Partnerschaften es einfach in diesem Entwicklungsprozess auch oft zu Reibungen kommt, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Es kommt häufig auch zu Konflikten und die Frage, ob wir sie gemeinsam lösen können, ob wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Oder diese Partnerschaft endet aus unterschiedlichen Gründen. Und wir wissen, glaube ich, auch alles, dass es Menschen gibt, die auch ohne eine Partnerschaft ein glückliches, zufriedenes, friedliches, erfülltes Leben führen. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen führen, dass wir so geprägt sind, dass wir das so gelernt haben oder programmiert sind durch diese unzähligen Geschichten, Bücher, Filme, Musik, ganz vielen Liedern, wo es immer wieder diese Thematik so sehr in den Vordergrund geschoben wird, dass eine glückliche Partnerschaft, eine gelebte Liebe das Wichtigste in unserem Leben ist. Denn aus meiner Sicht kann diese Einstellung zum Leben sehr viel Probleme oder Herausforderungen, Schwierigkeiten nach sich ziehen. Vor allem dann, wenn wir nicht zufrieden, ruhig und glücklich sind, auch
mit uns alleine. Denn dann impliziert diese Vorstellung, dass uns der Partner glücklich macht oder eine Partnerin glücklich macht, dass wir aus dem Mangel heraus uns danach sehnen, dass jemand anders kommt und uns die Liebe schenkt, die wir brauchen, damit wir glücklich sind, damit wir ruhig sind, friedlich sind, gelassen sind und das erfüllte Leben leben können, was wir uns wünschen. Partnerschaft ist ein sehr wichtiger Bereich in unserem Leben oder auch so in Beziehung zu sein, in erfüllten Beziehungen zu sein. Liebe, Nähe, Verbundenheit in Beziehungen auch tatsächlich erfüllt zu erleben. Und gleichzeitig ist es so enorm wichtig und auch unabdingbar für Zufriedenheit, erfüllt sein, dass wir diese Liebe auch in uns selbst finden. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich für diese Thematik Herzkraft entschieden habe, die nicht nur den Zugang zu unserer Intuition, zu unserer Schöpferkraft, zu den Hellsinnen beinhaltet, sondern eben auch ganz stark die Liebe für uns selbst in uns möglich macht zu finden. Die Liebe, die wir im Ursprung sind. Und ich möchte dich inspirieren, für dich selbst ja mal zu erforschen, herauszufinden, was ist denn dein erster Gedanke bei dem Thema Liebe, bei dem Thema Herz? Denkst du da auch an die Liebe in dir, die da ist, die für dich ganz vieles möglich macht? Denkst du als erstes an eine wunderschöne Partnerschaft und wünschst dir dort auch Liebe zu erfahren? Oder denkst du auch an Liebe, Liebe zu bekommen, Liebe zu geben? Wo kommt die her? Wo sollte sie für dich herkommen? Und hältst du es für möglich, dass du selbst so viel Liebe in dir wahrnehmen kannst, dass sie dich komplett erfüllt, dass sie komplett für dich reicht und auch überfließt, sodass noch für dein Umfeld mehr als genug da ist? Und wem oder was gehört dein Herz? Und ist das so noch stimmig für dich? Ich habe letztens sogar mal die Aussage gehört, dass mangelnde Selbstliebe die Ursache für eigentlich alle Probleme ist. Und ich habe nach einigen Überlegungen festgestellt, dass ich dieser Aussage zu einem sehr großen Teil zustimme. Und Selbstliebe ist sozusagen im Herzkraftpaket eines jeden einzelnen Menschen mit enthalten. Aber da gibt es noch so viel mehr. Vielleicht kennst du auch diesen Ausspruch, jemand sucht sich selbst oder jemand ist jetzt endlich bei sich selber angekommen. Das geht alles in die gleiche Richtung. Die Verbindung zu sich selber über das Herz, sich selbst wahrzunehmen und mit dieser Herzensenergie, diesem großen Energiefeld unseres Herzens bewusst in Verbindung zu treten, macht so vieles möglich. Und ich habe mich auch aus diesem Grund für dieses Podcast-Thema entschieden, weil es nicht nur in meinem Leben so deutlich wurde, wie sich das immer weiter verbessert hat, sondern auch ich das immer wieder erlebt habe bei meinen Klienten, wenn sie in Verbindung sind oder kommen zu sich selbst, über das Herz, mit ihrer Seele in Kontakt kommen, mit ihrer Intuition in Kontakt kommen, was sich dann zum einen auf der äußeren Ebene auch an Ruhe und Frieden, Entspannung zeigt und gleichzeitig auch
noch viele hilfreiche Informationen liefert von der eigenen Intuition und den Zugang dieser Kraft in ihrem Herzen es möglich macht, auch dieses Gefühl von Erfüllung zu erfahren. Und da gibt es so eine schöne Geschichte mit einem Bekannten, der mich mal um eine Energiearbeit gebeten hatte und auch, dass ich seine Intuition lese. Und es war ein sehr wissenschaftlich geprägter Mensch, sehr nüchtern, sehr rational denkend. Und nachdem ich dieses Reading oder die Lesung seiner Intuition gemacht hatte, und das war auch gleichzeitig mit Energiearbeit für ihn verbunden, und als wir uns hinterher nochmal unterhalten haben, weil ich sagte, ich glaube, du könntest mir zum Beispiel auch bei einer bestimmten Sache helfen und dann könnten wir ja auch mal gemeinsam essen gehen oder ich lade dich ein. Und er sagte dann, nein, nein, ich will das nochmal haben. Und es hat mich so gefreut und ich habe das schon öfter erlebt, gerade bei Männern, die eigentlich dem ganzen Thema Spiritualität zuvor sehr skeptisch gegenüberstanden. Aber durch diese Erfahrung, die sie gemacht haben, mit ihrem Herz, mit sich selbst so verbunden zu sein und diesen Frieden und diese Ruhe und diese Gelassenheit zu spüren, dass sie alle gesagt haben, sie wollten das gerne nochmal erleben. Denn es ist einfach auch mega entspannend, wenn wir es schaffen, unseren Kopf, unseren Verstand tatsächlich loszulassen, mit uns selbst in Verbindung zu treten, uns selbst wahrzunehmen und insbesondere über das Herz nochmal tiefgehender uns selbst wahrzunehmen. Vielleicht kannst du das auch noch besser nachvollziehen. Wenn du schon öfter Podcast-Folgen von mir gehört hast, dann kennst du auch ein bisschen meiner Art, wie ich erzähle, und auch besonders oft in Interviews ist mir das schon aufgefallen im Nachhinein, dass ich da sehr schnell manchmal geredet habe, auch viel oder viel gelacht habe und eher, ich sag mal, lebendig, aktiv und manchmal auch vorauseilend gesprochen habe. Und wenn ich aber in so eine ganz bewusste Verbindung, in eine tiefe Verbindung zu mir selber gehe, mich bewusst dazu entscheide, dieser Herzkraft in mir mich zuzuwenden und das zu sein, dann bin ich die Ruhe selber, sodass ich auch sogar andere Menschen beruhigen kann. Anderen Menschen auch den Zugang zu diesem inneren Frieden zeigen kann. Und wenn du mir das früher erzählt hättest, hätte ich dir das nicht geglaubt. Oder auch meine Familie, die mir immer schon als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene gesagt hat, jetzt komm erstmal zur Ruhe, jetzt beruhig dich erstmal, jetzt reiß dich doch erstmal zusammen. Weil die mich eher als diesen quirligen Menschen kennengelernt haben und ich damit auch oft angeeckt bin. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich immer wieder in meinem Leben danach gesucht habe, ja, wie kann ich denn tatsächlich ruhiger werden? Wie mache ich das denn ganz praktisch? Und wenn das auch ein Thema in deinem Leben ist, dass du dir wünschst, du möchtest gerne mehr Ruhe empfinden, den Kopf auch mal ausschalten können, gelassener sein, dich friedlich fühlen, du aber noch keine konkrete Idee hast, wie du das tatsächlich praktisch erleben kannst, dann kannst du gemeinsam mit mir diese Erfahrung machen in dem Online-Seminar Vertrauen in deine Intuition, wo wir genau in diese tiefe Verbindung einsteigen und du diesen tiefen Frieden, diese Ruhe, diese Liebe auch in dir selbst wahrnimmst, sie spürst und diese Erfahrung machst. Denn das ist das Wichtige, dass wir diese Erfahrung schon einmal gemacht haben und wissen, das gibt es in uns. Da gibt es etwas, da kann ich hingehen, da kann ich auch wieder hingehen.
Und bei dem Online-Seminar bekommst du eine Aufzeichnung, sodass du das auch jederzeit zu Hause wiederholen kannst. Und je mehr wir das üben, je mehr wir das trainieren, desto leichter und schneller geht das natürlich dann, wie bei allem anderen in unserem Leben auch. Und bevor ich das kennengelernt habe, habe ich früher immer die große Sehnsucht gehabt, mit Menschen zusammen zu sein, die selbst sehr ruhig sind, weil auch ich in deren Energiefeld ruhiger geworden bin. Und das hat sich jetzt gewandelt, denn ich bin in der Lage, selbst mich in diese Ruhe zu versetzen. Und für mich war da eine ganz besondere Referenzerfahrung vor vielen Jahren, dass ich durch eine Meditation so tief mich quasi in mich selbst hineinfallen oder gleiten lassen konnte, so tief in diese Verbindung zu mir über mein Herz gekommen bin, dass ich ein Gefühl von, das ist jetzt alles, was ich brauche. Das ist jetzt alles, was ich jemals wollte, empfunden habe. Das Gefühl war, ich war beseelt, ich war erfüllt, vollkommen. Ich lag auf meinem Sofa nach dieser Übung, habe mich umgesehen und habe gedacht, was soll jetzt noch kommen? Das ist die größte Erfüllung, die ich bis dato erlebt hatte. Und ich erinnere mich genau an das, was ich um mich herum gesehen habe, wie dieser Raum aussah, wie ich mich gefühlt habe. Und es war so einprägsam, dass ich danach immer wieder auch diesen Zustand weiter angestrebt habe und bereit war, dafür Zeit zu investieren. Oder eine andere Situation, die ich dann ein paar Jahre später erlebte, wo ich ganz entspannt am Meer saß, in die Weite geschaut habe und gleichzeitig nach innen gefühlt habe und so sehr loslassen konnte und so tief nach innen mich wenden konnte, dass das gleiche Empfinden wieder hatte. Und das ist eher ein bisschen entspannt oder von alleine passiert. Nicht, dass ich das fokussiert habe. Das Empfinden war genauso tief, genauso erfüllend. Und das war immer unabhängig von jemand anderem. Diese tiefe Liebe, diesen tiefen Frieden in mir zu spüren, Zugang zu diesen Gefühlen zu haben, die, nach denen wir uns alle immer wieder auch so sehen, besonders wenn wir in herausfordernden Situationen stecken, wenn wir gerade mit Schwierigkeiten zu tun haben und immer wieder dazu neigen, dann zu sehr im Kopf zu sein und nach Lösungen zu suchen. Dann spüren wir in dieser tiefen Verbindung, dass die Lösung da ist und wir bekommen auch noch Impulse von unserer Intuition, was jetzt der perfekte nächste Schritt für uns ist. Und was ist es bei dir? Ich würde so gerne wissen, ob du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, wo du aus dir selbst heraus, mit dir selbst, in so eine tiefe Verbindung erfüllt dich gefühlt hast, beseelt dich gefühlt hast. Das ist jetzt perfekt. Ich bin erfüllt. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du das unter diesem Post hier schreiben könntest und wir darüber in Austausch kommen können, was alles möglich ist und auf wie viele verschiedene Arten es möglich ist. Denn dieses Gefühl von Erfüllung, die wir dieser Herzkraft erfahren können, ist unabhängig von allen äußeren Dingen. Und eine Motivation, diese Podcast-Folge aufzunehmen, war genau deshalb, weil mir ein Freund erzählt hat, dass er eingeladen war auf einer Geburtstagsfeier, einen ersten Geburtstag des Kindes dieses Paares.
Und zwar hatten die 50 bis 60 Gäste. Sie hatten Live-Musik und es gab diverse Aktionen an diesem Geburtstag für dieses einjährige Kind. Und meine Idee dazu war, als ich das hörte, dass die Menschen immer größere, immer fantastischere, immer außergewöhnliche Erlebnisse im Außen suchen, um besondere Gefühle in sich zu erzeugen, von Glück, von Zufriedenheit, von Erfüllung. Und dass das eine Steigerung ist, die manchmal etwas verrückt daherkommt, um etwas zu fühlen, etwas wahrzunehmen, etwas zu erleben, was langfristig nur über die Verbundenheit mit uns selbst, mit unserer Herzkraft möglich wird. Und wenn wir diesen Zugang haben und das immer wieder erleben, dann bekommt das eine immer größere Stabilität. Wir wissen, wir können darauf zugreifen und es macht uns insgesamt ruhiger, gelassener und zufriedener. Vor allem auch, wenn wir wissen, dass wenn Herausforderungen kommen, wir haben immer ein Werkzeug, ein Gefühl dazu, dass es eine Lösung gibt, dass wir da durchkommen. Denn durch diese tiefe Verbindung bekommen wir auch einen immer besseren Zugang zu unserer Intuition, zu unseren Hellsinnen, die uns dann auf diesem Weg auch die nächsten wichtigen Impulse gibt. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und auch motivieren. Für mich ist das eins meiner Lieblingsthemen, weil es nicht nur mein Leben, sondern das auch viele andere Menschen so positiv verändert hat. Und ich freue mich, wenn es das auch bei dir tut. Und ich freue mich auch sehr über dein Feedback und deine Erfahrung damit, denn dann können wir uns auch gegenseitig inspirieren, motivieren, diese Herzensarbeit gemeinsam machen. Ich wünsche dir einen erfüllten Tag. Alles, alles Liebe für dich. Eine Herzensumarmung und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.